geht's da lang? Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, ja, bevor Sie weiterziehen können. Worum geht es diesmal? Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. In Ordnung, Leute. Wenn ihr im Unterkeller Spaß haben wollt, kostet das 10 Goldmützen Eintritt. Damit könnt ihr die ganze Nacht lang so viel schwarzen Lotus und so viele Frauen genießen, wie ihr wollt. Nein, danke, wir müssen jetzt gehen. Hey, dann Moment mal. Also gut, ihr könnt euch kurz umsehen und müsst keinen Eintritt zahlen, aber sagt's keinem weiter. Ihr braucht nur zu fragen. Nee, ich will eigentlich noch nicht darunter. Ich habe keinen Grund, darunter zu gehen. Da unten ist schmutzig. Auch ein Barde hat seinen Stolz. Irgendwo. Hey, Freund! Hey, einen schönen Tag wünsche ich. Ihr habt sicherlich von der errötenden Nixe gehört und seid deswegen hergekommen. Wer hierher kommt, tut's selten zufällig. Es kann hier recht gefährlich werden. Auf jeden Fall ist eure Brieftasche hier alles andere als sicher. Darf ich fragen, welche Dienstleistung ihr anbietet? Ja, Alk und Dings. Dann saufen wir mal einen über den Durst und gucken mal, ob wir... Ja, wieder das Berigoster-Gerücht. So, jetzt sind wir schön besoffen. Und hier hinten sind auch nur Bürger. Aber das heißt, Safana, du wirst mal deine Neugier befriedigen. Wenn das euer Wunsch ist. Ach, hier oben sind es auch nur Spieler. Okay. Spieler und Bürger hier oben. Gut. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, wir können jetzt auch die errötende Nixe verlassen. Wie ihr wünscht. Oh. Schrein des Immater. Das ist ein offener Schrein. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Bettler? Bitte um eine milde Gabe. Verzeiht, Herr, aber ich habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Bitte nur eine Münze. Na gut, dann nimm eine. Danke euch. Das Schicksal mit euch ist gut mit euch mein. Ist da nur ein Bettler? Ja, hier ist nur ein Bettler. Okay. Toller Immator-Schrein. Kein ja? Geistiger, der uns immer heilen kann. Und ja, ihr seht die obere Mauer. Und hier sieht man es eigentlich ganz gut, dass hier eigentlich erstmal ein Erdwall ist. Und die obere Mauer oberhalb des Erdwalls draufgesetzt ist. Ja, mein Schatz, wenn das euer Mann. Das hier sieht eigentlich eher wie ein Laden aus als wie ein Privathaus. Ist aber ein normales Privathaus. Aber natürlich, Schätzchen. Aber natürlich, Schätzchen. Hier gibt es einiges zu erkunden. Auch hier oben auf dem Badezimmerschrank. Ein Umhang. Das ist aber wahrscheinlich einfach nur ein Umhang plus 1. Ranzige Waffen. Und wieder raus hier. Identifizieren den mal. Ja, Schutzumhang plus 1. Kann von niemandem getragen werden. Worum geht's? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, jetzt haben wir noch 3 Abschnitte abzuklappern. Weil hier sind wir jetzt auch fertig. Also den oberen Bereich und den unteren Bereich haben wir erkundet. Wie man sieht... Oh, wir waren nicht hinter dem Emata-Tempel. Aber ich glaube auch nicht, dass da großartig noch was ist. Nö. Naja, wie gesagt, ihr seht, es ist nur das hier oben und das hier unten. Der Rest ist... Auf diesem Teil ist nicht begehbar. So, das heißt, wir können uns jetzt hier umsehen. Ihr braucht nur zu fragen.
Ja, Lieferanteneingang zur rötenden Nixe. Darf ich einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten? Haben Sie da einen schönen guten Abend allerseits, Freunde. Dürfte ich euch kurz mal Gehör bieten? Wir sind hier der Stimmung für belangloses Getratsch. Lasst uns in Ruhe. Sicher, mein guter Herr. Was ist euer Anliegen? Ihr seid Söldner, nicht wahr? Ich sehe es an euren Namen im Gesicht. Ich brauche ein paar gut ausgerüstete Leute, die mit Dispo zu gehen wissen. Der Auftrag, um den es geht, dürfte bei der Garde auf einige Skepsis stoßen. Wie sieht es aus? Habt ihr Zeit und Lust? Ich zahle weit über Tarif, aber wir müssen diskret vorgehen. Wollt ihr hören? Was wird von uns erwartet? Mein Vorschlag ist, ihr stattet einem Kollegen von mir einen kleinen Besuch ab und sorgt dafür, dass ein Wesen, das er bei sich im Haus eingesperrt hat, freikommt. Rage, was heißt der Mann, und in seiner Gewalt befindet sich das schönste und nützlichste Geschöpf von ganz Verun. Eine Nymphe, die er unlängst entführte. Ich weiß nicht, was für ein Unfug er mit ihr anstellen will. Ich weiß nur, dass sie unter meiner Obhut besser aufgehoben ist. Mit Reichtümern im herkömmlichen Sinne kann ich euch nicht dienen. Doch als Magier von Rang und Namen besitze ich den ein oder anderen Gegenstand, der euch von Nutzen sein kann. Vielleicht habt ihr Verwendung für etwas verzauberte Ausrüstung. Warum macht ihr das nicht selbst? Ihr seht nicht so machtlos aus, wie es aus eurer Bitte hervorgeht. Die Bedingungen sind akzeptabel. Wir nehmen an, euer Angebot ist interessant, doch würden wir ein höheres vorziehen. Es geht um das Risiko, dass wir eingehen sollen. Bah, dieser kleine Diebstahl ist unter meiner Würde. Die Bedingungen sind akzeptabel. Fabelhaft, schon jetzt beweist ihr genug Verstand, um in der Sache erfolgreich zu sein. Ich erkläre euch, wie ihr zu Ragefars Wohnsitz gelangt und ihr kümmert euch dort um alles weitere. Einverstanden? Ihr findet Ragefars Haus nordöstlich der Halle der Wunder. Wenn ihr eure Mission abgeschlossen habt, treffen wir uns in meinem Turm. Sputet euch, denn ich habe viele Pläne, die eurer Ausführung karren. Gebt Acht, dass ihr nicht der Garde über den Weg lauft, denn sie würde sie nicht wissen wollen, was die Nymphe bei euch zu suchen hat. Ich erwarte euch in Kürze zurück. Ja, der Magier Ragefast. Der Magier Ramazid hat mich beauftragt, eine Nymphe zu befreien, die sich momentan in der Gewalt eines Magiers namens Ragefast befindet. Sobald ich sie habe, treffen wir uns in Ramazids Turm. Das Haus von Ragefast befindet sich nordöstlich vom Haus der Wunder. Was die Leute alle von mir immer wollen, ey. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Mit Vergnügen. Und dir wünsche ich nichts, ich will dich nur ausrauben. Oh, noch einen Heldentrank. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, die Map hier ist recht groß, wenn man sich so ansieht. Also ehrlich, wenn man ehrlich sein soll, ist Baldur's Gate allgemein viel zu groß. Familie. Aber natürlich, Schätzchen. Mit Vergnügen. Wir können aber trotzdem mal bei Ramazid gleich reingucken. Wo, wie ihr wünscht. Vielleicht dann interessante Dinge kaufen. Ja, Ramazids Turm. Also die Tür aufmachen und nicht reindrängeln. Und wenn, dann geht rein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Meine Geheimnisse gehören mir. Muss darauf bestehen, dass ihr nicht länger in meinem Heim verweilt, sondern vielmehr Ragefast ausfindig macht und mir die gefangene Nymphe bringt. Wir verstehen uns? Okay. Ramazid will uns nichts verkaufen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, hier ist halt der Bergfried von Baldur's Gate. Lustigerweise von ich fürchte, es kommen finstere Bellamy. Zeiten auf uns zu. Ich wurde geschickt, um euch und eure Freunde vor Pandalin zu warnen. Er ist ein mächtiger Paladin in der Stadt.
Und stellt für euch eine große Gefahr dar. Ich würde vorschlagen, dass ihr einen großen Bogen um ihn macht. Da kommt ihr etwas zu spät. Wo ist dieser Paladin, von dem ihr sprecht? Für gewöhnlich ist in der Taverne Elfgesang zu finden, aber ich würde euch nicht raten, dahin zu gehen. Wenn ihr dort etwas zu erledigen habt, dann tut es nach Sonnenuntergang. Euer Tagebucheintrag Pandalin. Ein äußerst geheimnisvoller Halblingsbarde warte mich vor einem Paladin namens Pandalin, der in einer der Tavernen hier in Baldur's Tor herumlungert. Sieht ganz so aus, als wäre mir mein Ruf vorausgeeilt. Ja, mein Mann, mit Vergnügen. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr schien nach abenteuerlustigen Spitzbuben und das seid ihr auch. Und ihr habt den Gestank eines Bauernburschen an euch. Jetzt frage ich, wer von uns verbreitet den angenehmeren Geruch? Seht, der Bauer hat eine Zunge, wenn er nur noch den Verstand dazu besäße. Nehmen wir das Erste. Ob ihr angemessene Gesellschaft seid, können andere am besten beurteilen. Meine Pferde und Kühe kennen meinen Geruch und schmiegen sich dicht an mich, um ihn anzunehmen. Ihr aber umgebt euch mit Monstern und die drängen sich nur an euch, um euren Gestank, an eurem Gestank zu ersticken. Nun denn, es ist erwiesen, dass unter unseren Gestänken der meine weit leichter zu ertragen ist. Wow. Hat sie etwas gesagt? Willkommen, mein Herr. Ich hoffe, ihr werdet euch in den drei alten Fässern wie zu Hause fühlen. Der alte Nantri wird jedenfalls alles dafür tun. Okay, hier können wir auch nur essen und schlafen. Hier drüben könnten wir Billard spielen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier ist mir mal wieder ein Koch, der mich sicherlich nicht in seiner Küche haben will. Hey, raus aus meiner Küche, macht mir alles kaputt. Eines Tages will ich für den Herzog persönlich kochen. Ja. Das sind immer dieselben Köche. Oh, was ist hinter dem Bild? Ach, der Schädel von Keref. Hallo? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt. Bei uns findet ihr Zuflucht vor dem hektischen Straßenleben. Bei den Göttern, das ist genau das, was wir brauchen. Rollt die Fässer aus, Zeit für ein bisschen Entspannung. Was mit euch? Ihr seht wie eine Frau aus, die weiß, was ihr gefällt. Könnte ich nicht bei euch vor den hässlichen Gesichtern meiner Kameraden Zuflucht suchen? Armer Dorn. Das hört sich wirklich grässlich langweilig an. Vielleicht sollten wir uns woanders noch etwas Interessantes umsehen. Endlich ein Plätzchen, wo man sich nach aufregenden Abenteuern in Ruhe besinnen kann. Wir freuen uns auf einen langen, entspannten Aufenthalt. Nehmen wir mal wirklich die zweite. Sehr speichelhaft, aber ich denke trotzdem, dass ihr wohl besser in der leuchtenden Laterne geht. Da gibt es eher das Personal, das eure Wünsche erfüllen kann. Unsere Zielgruppe ist eher der Reifeabenteurer. Es liegt an euch, ob ihr euch zu dieser Gruppe zugehörig fühlt oder nicht. Hallo? Ich muss euch auffordern, mich nicht zu stören. Es müssen eine Vielzahl von finanziellen Angelegenheiten geklärt werden. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Für und wenn das euer Wunsch ist. So, mal sehen, was in den noblen Schlafzimmern versteckt ist. Geld. Und Tant. Und in dem einen Zimmer war wieder eine Frau. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Mit Namen. Nicht zu fassen. Wie könnt ihr es wagen, mein Zimmer einzunehmen? Ich werde euch auf der Stelle hinauswerfen lassen. Wartet. Vielleicht kommt mir ja gerade recht. Ich brauche jemanden, der mir einen Dienst erweist. Es gibt da jemanden, der entfernt werden muss. Jemand soll entfernt werden. Mit dem Töten Unschuldiger will ich nichts zu tun haben. Warum sollte er den Tod erdienen? Ich fürchte, die Zeit reicht mir für die Ausführung eines solchen Auftrags nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Entfernen, ihr wollt damit, dass ich jemanden umbringe, damit will ich nichts zu tun haben. Behaltet diesen ruchlosen Plan für euch. Warum hat er den Tod verdient?
Dieser Schurke ist nicht unschuldig. Er droht mein Leben zu ruinieren, indem er Anschuldigungen verbreitet. Er droht damit, meinen Ruf in meinen Stand zu ruinieren, wenn ich ihm nicht fast jede Woche eine exorbitante Summe zahle. Ich fliege an, ihr müsst mir helfen. Damit muss ich ablehnen. Einen solchen Schurken wie er verdient nicht den Tod. Ihr habt mein Verständnis, doch ich kann nicht helfen. Dieses Scheusal wird... Es wird ein Tag vergehen, bevor er merkt, dass er tot ist. Wo kann ich ihn finden?